Schönen guten Abend. Das letzte Heimspiel der Saison liegt hinter uns. Und der letzte, der in dieser Saison den großen Tipp um den Signal Iduna Preis, das große Tippig-Spiel mit dem Autogramm der beiden Trainer gewonnen hat, ist kein geringer als Stefan Reinke von der Westen. Halbzeit richtig, Ende richtig. Herzlichen Glückwunsch. Kommt vorbei. Ich freue mich, dass ich neben Lorenz Günther-Köstner vom VfL Wolfsburg und Jürgen Klopp, unseren Trainer, auch Jacky Watzke begrüßen darf, den Vorsitzenden der BVB-Geschäftsführung. Es ist gute Tradition, wenn das letzte Heimspiel hinter uns liegt, das gedankt wird. Das wird sicherlich noch passieren. Ich möchte damit es nicht vergessen, an dieser Stelle und bereits ganz zu Anfang einer Gruppe junger Leute danken, die ganz entscheidend mit dazu beitragen, dass der Signal Iduna Park diese Atmosphäre hat, dass alles klappt. Das sind die Volunteers, die auf allen Ebenen und in allen Tribünen ihren Dienst tun. Ihnen möchte ich mal heute ganz ausdrücklich an dieser Stelle zuallererst danken. In diesem Sinne, gebe ich das Wort an den Trainer der Gäste, Lorenz Günther-Köstner. Möchte nicht versäumen, auch meinen lieben Kollegen Gerd Voss, dem es tatsächlich gelungen ist, auch den VfL in Blau hier antreten zu lassen. Also muss ich sagen, Kompliment, Gerd. Aber jetzt bitte Lorenz Günther-Köstner. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Ohne Wenn und Aber. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie reagiert hat nach den beiden Niederlagen. Ich habe es unter der Woche klar angesprochen, dass mir das Training am Donnerstag nicht gefallen hat, dass es so nicht reicht. Und man hat auch wiederum gesehen, dass die Mannschaft lebt, dass die Mannschaft natürlich ein Wellental während einer ganzen Saison durchschritten hat. Sie hat Reaktion gezeigt, sie hat großes Kämpferherz gezeigt. Bis zum Elfmeter, glaube ich, waren wir ganz gut im Spiel drin. Natürlich war Dortmund, sie mussten ja auch Feld überlegen. Unser Spiel nach vorne war da weniger gefährlich. Aber mit den gehaltenen Elfmeter und der anschließenden Drangperiode, glaube ich, war das Letztendliche dann an Angriffslust, hat es herausgekitzelt in der Halbzeit. Und wir hätten natürlich, bevor das 1-1 fällt, glaube ich, schon das 2-0 machen können. Edin hätte heute alleine das Spiel entscheiden können. Mit Kraffer. Und es ist ein Auswärtsspiel gewesen hier, etwa 80.000, wo die Mannschaft nochmal gezeigt hat, was in ihr steckt. Und dann nochmal ein Riesenkompliment und natürlich an den BVB, der mich aufgesteckt hat und eine fantastische Saison bis jetzt spielt. Und meinen Kollegen Jürgen Klopp, ein Riesenkompliment. Danke. Ja, vielen Dank, Lorenz Günther-Köstner, Jürgen. Übernehmen bitte. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Das war auch von der ersten Halbzeit, weil wir gingen tatsächlich sehr diszipliniert und dann die Traumfachspiele gesehen von Wolfsburg, das was hier so an defensiver Disziplin und Tag gelegt haben, das hat uns das hier nicht leicht gemacht und trotzdem haben wir riesige Möglichkeiten gehabt, hätten wir die genutzt, hätten natürlich das Spiel, glaube ich, in so eine Richtung gebracht, dass für uns auch andere Räume entstanden wären, mit denen wir auch ordentlich umgehen können. Dass nach dem 1-0 riesen Möglichkeiten für Wolfsburg da waren, habe ich gesehen. Ich nehme an, das hat dem einen oder anderen Zuschauer dann Spaß gemacht zu sehen, wie sich Merkel Matz um uns herum gegen die geballte Offensivpower von Wolfsburg da stemmen. Immer wieder unterstützt hat, diesen Anhandlungs, der auch häufig auch in der Vorwärtsbewegung dabei waren. Also, das Spiel Unentschieden ist in Ordnung, denke ich. Aufgrund der nicht genutzten Chancen von uns, aufgrund der nicht genutzten Chancen von Wolfsburg, sind gewisserweise ein Spiegelbild für die Saison. Die Mannschaft hat einen unglaublich hohen Aufwand betrieben, weil es notwendig ist gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die eigentliche Sensation ist, dass wir 10 Punkte mehr haben als diese Truppe. Das ist tatsächlich eine Riesenleistung. Und wenn es die Mannschaft, dann kann sie wirklich stolz drauf sein, dass wir einen Rieseninvest betrieben haben und wir dafür auch was bekommen haben. Wir haben heute einen Punkt bekommen, über die Saison gesehen, einen Europa-League-Platz. Das war nicht zu erwarten vor der Saison, das haben wir uns alles selber erarbeitet. Und dementsprechend
ist natürlich Enttäuschung da, beim einen oder anderen Spieler auch besonders, aber dass wir nicht mehr im Rennen sind um die Champions League Quali, aber nichtsdestotrotz, bis hierhin war das großartig. Das Spiel heute hat dann einfach auch nochmal gezeigt, was für ein, wirklich für ein Kämpfer in dieser Truppe steckt. Ja, wenn da nochmal alles rauszuhauen, wirklich zu versuchen, nochmal Druck aufzubauen, sich da vorne reinzuwerfen. Dann auch gepasst, dass der Jüngste auf dem Feld den Ausgleich geschossen hat. Und ich denke, so ist ein persönlicher Abschluss. Und es war großartig, wie unser Publikum heute reagiert hat. Also, das war wirklich das Gespür, das man haben kann als Zuschauer. Das hat man heute gemerkt. Die Zuschauer waren nicht in dem Maße enttäuscht und sie haben sich erneut über diese engagierte Leistung gefreut. Und ich muss sagen, die letzte Viertelstunde war das Beste, was ich bisher erlebt habe, atmosphärisch. Auch in diesem Stadion, es war unglaublich. Da war das Publikum der 12., 13., 14. Mann. Und wirklich herzlichen Dank dafür. Das hat ganz großen Spaß gemacht über die ganze Saison. Aber heute eben auch. Und wir hätten den Leuten gerne diese kleine Perspektive noch gegeben, dass wir dann nächste Woche noch die Chance gehabt hätten. Jetzt ist es nicht mehr so. Aber es geht auch da noch um eine ganze Menge. Wir wollen einfach nochmal unsere kleineren oder größeren Runden lecken und dann in Freiburg nochmal unser richtiges Gesicht zeigen, so wie wir spielen können. Und dann auch um die paar, die nach Freiburg mitfahren, ihren Spaß haben, ansonsten auch verdient. Vielen, vielen Dank und für uns in der Börse von VfL Wolfsburg natürlich ja, das Allerbeste. Dankeschön. Ja, danke Jürgen. Ich würde dann gerne direkt weitergeben an den Vorsitzenden unserer Geschäftsführung, Aki Watzke. Ja, im Prinzip an die Vorredner anschließend, das ist meine Aufgabe heute, mich zu bedanken natürlich erstmal bei Ihnen, die jetzt vor uns sitzen, dass Sie uns auch diese Saison wieder kritisch, konstruktiv durch die Saison begleitet haben. Ganz dicker Dank geht natürlich an unsere Fans. 77.000 im Schnitt. Und Jürgen hat schon angesprochen, mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und mit sehr viel Feingefühl ausgestattet, denn die haben genau gemerkt, dass das, was wir eigentlich schon seit 2 Jahren auch nicht nur propagieren, sondern was die Mannschaft dann auch umsetzt, nämlich dass wir wirklich alles, dass die Jungs alles, was sie dann auch mobilisieren können, raushauen, das spürt der Zuschauer bei uns im besonderen Maße und das war großartig heute, das war wieder ein Beispiel, wie eng wir beieinander sind und das ist großartig und das gilt auch für alle anderen im Club, die Sponsoren in den ganzen Bereichen, die jetzt auch zuschauen und alle, die in der ländlichen Funktion was zu Borussia Dortmund beigetragen haben zur letzten Saison, natürlich das ganz große Kompliment gebührt der Mannschaft, gebührt dem Trainerteam. Wir haben eine tolle Saison gespielt und wie gesagt, jetzt haben wir noch ein Spiel vor uns, wir dürfen es noch nicht abschließen, sondern wir wollen noch gerne auf den 4. Platz, das ist auch klar. Wenn wir in Freiburg gewinnen, wird das auch klappen. Und demzufolge gehen wir da nochmal hoffiger und entsprechend engagiert zur Sache. Aber wir haben insgesamt gesehen alle Erwartungen erfüllt bzw. übertroffen und demzufolge allen, die daran mitgearbeitet haben. Einen herzlichen Dank. 2 Sachen noch zum Abschluss. Zum einen möchte ich Lorenz Günther Köstner, ein ganz toller Sportler ist und ein ganz toller Trainer ist, für seine Zukunft alles Gute wünschen und hoffen, dass wir uns mal wieder in der Bundesliga irgendwo sehen. Und das andere ist noch, dass ich auch, wenn das jetzt, glaube ich, noch nicht ganz amtlich ist, aber gefühlt ist es sicherlich so, möchte ich auch dem FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Nee, das ist völlig ohne Schadenfreude, das ist ja auch nicht gut. Ja, nein, das ist absolut, das gehört sich eben so, Bayern München ist mit der ungefähr gleichen Wahrscheinlichkeit, wie das Werder Bremen vor uns einlaufen wird, deutscher Meister. Und das haben sie sich verdient. Die spielen dann auch eine überragende Saison. Und von daher gelten heute schon mal alle Glückwünsche auch dem FC Bayern. Aber wir sind natürlich auch besonders froh über unsere Situation, dass wir auf so eine tolle Saison zurückblicken. Wie gesagt, das war mein Statement. Vielen Dank. Vielen Dank, Aki Watzke. Es gibt gerne Gelegenheit für Sie, den Herren am Podium noch Fragen zu stellen. Wir haben an den Damen nach hier ein Mikrofon, sodass wir auch für alle verständlichen Fragen im Stadion sich jetzt noch aufhalten. Bitte schön, haben Sie zum letzten Heimspiel, nach dem letzten Heimspiel noch eine Frage auf dem Herzen, dann bitte ich um das Handzeichen. Es ist fast adventlich hier, muss ich sagen.